A2.3. Das Volumen der Pyramide BC2DS2 ist um 70% kleiner als das Volumen V der Pyramide ABCDS. Berechnen Sie den Zugewinnwert für x. Und dazu noch ein Teilergebnis vom Volumen der Pyramide. Also, was haben wir? Pyramide BC2DS2 ist um 70% kleiner als ABCDS. Kleine Gemeinheit, 70% kleiner, das heißt, die Pyramide ist nur noch 30% groß. Das können wir auch gleich ausrechnen. Volumen von BC2DS2, 30% ist ein Faktor von 0,3. Das Volumen der anderen Pyramide, der großen Pyramide, finden wir in 2.1, da haben wir schon berechnet. Das waren die 108 Kubikzentimeter, also 0,3 mal 108 sind 32,4 Kubikzentimeter. Falls jemand mit dem Faktor 0,3 nicht umgehen kann, man kann es ja über einfache Prozentrechnung lösen. 100% entsprechen den 108 Kubikzentimetern, 30% entsprechen x und dann so z-förmig aufstellen. X ist gleich 30 mal 108 durch 100. Und das sind dann auch die 32,4 Kubikzentimeter. So, nächster Schritt. Wir brauchen jetzt noch was, wo wir diese 32,4 einsetzen können. Hier sehen wir schon im Teilergebnis hier diese Zwischenformel, Volumenformel. Genau die müssen wir jetzt aufstellen, also eine Volumenabhängigkeit von x. Volumen von BCND SN, Formelsammlung, Volumenformel hernehmen, 1/3 mal Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche hat sich zur ursprünglichen Pyramide ja nicht verändert, es ist immer noch ein Drache, also die Figur hat sich nicht verändert, die Größen schon. 1/3 mal 1/2 mal, und jetzt auch beim Drache gilt die Länge der Diagonalen, da haben wir MCM mal BD. Und die Höhe ist MSN. So, schauen wir uns jetzt mal an, warum ich das hier eingesetzt habe. Hier die Orangen ist meine Pyramide. Und da sehe ich ja, hier MCN ist meine erste Diagonale. Von M nach CN. Ist zwar C1, also ganz spezieller Fall, aber wir müssen ja mit Abhängigkeit von x rechnen. Also sagen wir einfach, das ist das CN. Als Höhe haben wir dieses Stück hier. Das ist MS. Plus noch ein spezielles x dazu, sodass wir oben auf sn kommen. So, wir kommen jetzt drauf, wie lang diese Strecken sind. Mcn können wir berechnen, indem wir sagen, hier die komplette Strecke mc minus dieses Stück hier hinten dran, das im Prinzip weggeschnitten wird. Das ist ja laut Aufgabe 2.2 2 x Zentimeter lang. Also können wir sagen, Strecke MC minus 2x. MC sind laut Angabe in 2.0 8 cm, also hat MCN eine Länge von 8 minus 2x cm. Die Höhe MSN ist ja nichts anderes als MS, das waren 6 cm. Dann wird hier drauf noch was ergänzt, das waren laut 2.2 x cm, also ist es 6 plus x. Zentimeter. So, das müssen wir jetzt noch einfügen in unsere Formel. Ist gleich 1/3 mal, so diese große Klammer kann ich jetzt weglassen, weil es sind sowieso nur alles Multiplikationen. 1/2 mal mc, da brauche ich jetzt meine Klammer wieder, waren 8 minus 2x mal bd sind nach wie vor 9 mal ms sind 6 plus x. So, das gilt es jetzt zu vereinfachen. Als erstes nehme ich mal alle Faktoren ohne Klammer. 1/3 mal 1/2 mal 9. 1/3 mal 9 sind 3 und dann mal 1/2 sind 1,5. Den Rest schreibe ich jetzt einfach ab. So, jetzt kann man sich überlegen, was möchte man als erstes rechnen. Erst die beiden linken Faktoren. Oder man kann auch erst die Klammern ausrechnen. Ich stürze mich jetzt erst auf die Klammer. Achtung, da braucht noch eine große zusätzliche Klammer, weil das Ergebnis wird ja noch mit 1,5 multipliziert. Ich rechne zuerst die Klammer, weil die Zahlen jetzt momentan kleiner sind und dann einfacher zu rechnen sind. 8 mal 6 sind 48. 8 mal x sind plus 8x.
Minus 2x mal 6 sind minus 12x und minus 2x mal x sind minus 2x². So, jetzt noch alles ausrechnen. Mit dem Faktor 1,5 multiplizieren. Dann haben wir 1,5 mal 48 sind 72. 8x minus 12x sind minus 4x und mal 2,5 sind minus 6x. 1,5 mal minus 2x sind minus 3x². Und wenn man es jetzt mit der Formel vergleicht, die in der Aufgabe mit dabei steht, ich kriege es gerade noch drauf, haben wir minus 3x² minus 6x plus 72. Also genau das, was gefordert war. So, wir sind aber noch nicht fertig, weil es heißt ja, diese Pyramide muss 32,4 Kubikzentimeter groß sein. Also gilt im nächsten Schritt, ja, das war V-Volumen von B, C, N, D, S, N. Und für dieses Volumen setzen wir jetzt diese, 32,4 Kubikzentimeter ein. So, jetzt haben wir eine quadratische Gleichung. Da kann man entweder mit dem Solver auflösen oder, wenn es der Taschenrechner erlaubt, Calc Intersection oder Tool System 2. Ich mache es jetzt hier mit der Mitternachtsformel. Schritt 1, ich forme diese Gleichung so um, dass auf einer Seite nur noch 0 steht. Das kriege ich am schnellsten hin, indem ich hier minus 32,4 rechne. Ich sortiere es jetzt auch noch ein bisschen um. Und zwar so, wie es oben steht. Minus 3x² minus 6x, also ich fange mit der höchsten Potenz an, und 72 minus 32,4 sind 39,6. So, Mitternachtsformel. Zuerst berechnet man die Diskriminante. Ist gleich, schauen wir eine Formelsammlung nach, b² minus 4 mal a mal c. Da müssen wir jetzt nur wissen, was ist a, b und c. A ist dabei immer der Faktor der Form x² steht, b ist immer der Faktor der Form x steht und c ist immer die Zahl ohne x. So, diese Zahlen setzen wir jetzt für a, b und c ein. Das heißt also minus 6 in Klammern zum Quadrat minus 4 mal minus 3 mal 39,6. Das kann uns ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann kommt raus 511,2. Das verrät uns, es gibt Lösungen dafür, die müssen wir jetzt noch berechnen. Nämlich x1 ist dann, ja, mache ich erst die allgemeine Form, minus b plus minus Wurzel aus d geteilt durch 2a. Ja, das kann ich vielleicht weglassen. So, diese allgemeine Form steht wieder in der Formelsammlung drin. Und jetzt gilt wieder für a, b, ja, c steht gar nicht hin, aber für a und b und d die entsprechenden Größen einsetzen. B war minus 6, also minus minus 6. Und erste Richtung ist über plus, also plus Wurzel aus. Halt, setzen wir gleich ein. 511,2 großer Bruchstrich geteilt durch 2 mal und a war minus 3. So, Taschenrechner eintippen. Und dann kommt raus minus 4,77. Den zweiten Wert müssen wir auch noch berechnen. Nochmal minus minus 6. Diesmal minus Wurzel aus 511,2 geteilt durch 2 mal minus 3. Wieder eintippen und dann kommt raus 2,77. So, welcher davon ist jetzt richtig? Und zwar der untere, weil wir haben eine Einschränkung, dafür muss ich jetzt wieder weiter hoch. Die Einschränkung ist hier zu finden. X liegt zwischen 0 und 4. Und wie wir sehen, hier haben wir minus 4,77 rausgebracht, also kleiner als 0, also ist nur diese Lösung hier zulässig. Für x gleich 2,77 hat diese Pyramide einen Flächeninhalt von 32,4 Kubikzentimeter, also von 30% der ursprünglichen Pyramide.